jeder neuen Welt, welche ich heute in Mario 3D World betrete, muss ich heute am Glücksrad drehen. Denn dieses bestimmt im heutigen Video die Mod, die ich aktivieren muss, wie beispielsweise diese hier, wo Mario absolut klein ist oder nicht laufen kann. Sobald eine Mod kommt, mit der wir eine Welt nicht schaffen können, endet diese Challenge. Fernos, es wird mal wieder Zeit, ein Game durchzuspielen, aber mit Glücksrad, von daher bestimmen wir die erste Mod, die in der ersten Welt rankommen wird. Man darf gespannt sein, es gibt 8 verschiedene Mods auf diesem Rad und wir starten mit... Wasser und Luft wird getauscht. Was das bedeutet, seht ihr jetzt. Man kann es tatsächlich schon hier im Menü hören, beziehungsweise auf der Overworld, es ist alles nass. Und zwar befinden wir uns hier im Wasser. Auch wenn es nicht so aussieht, zieht's euch rein. Oh Bro, das ist so insane. Guck mal, man sieht hier unten Wasser, also das erste Level aus Mario 3D World steht ja über Wasser, über irgendein Meer oder sowas in der Art. Und die beiden Sachen wurden miteinander getauscht. Bedeutet, sollten wir runter fallen wir auch wirklich runter, weil da unten ist halt kein Wasser. Also man fällt prinzipiell durch den Boden, kann man glaube ich so sagen. Und ich habe diese Mod random in der Suche nach diversen Mods für dieses Video gefunden und ich fand die Idee eigentlich super lustig. Nein! Oh Hilfe, das war knapp. Ich dachte, wir machen jetzt so eine straighte Arschbombe komplett nach unten. Aber Freunde der Sonne, das ist doch absolut gar kein Act. Vor allem, also es gibt ja so gewisse Sachen, die glaube ich sehr funny werden. Also unter anderem einfach irgendwelche Boss-Level, sei es jetzt Bowser in der ersten Welt, die man so sehr, sehr gut klatschen kann. Es wird auf jeden Fall spannend. Aber Experiment Number One, können wir auch in Subrooms oder generell durch irgendwelche Röhren durch? Ist hier auch Wasser drin? Tatsächlich ja. Ich finde die Grundidee ziemlich funny. Ich sag's wie es ist. Laufen die Hasen mit normaler Physik hier oben? Vermutlich schon, oder? Ja, die laufen mit normaler Physik. Ja, für einen kurzen Moment habe ich vergessen, wo der zweite Green Star in diesem Level ist, obwohl ich dieses Level mindestens schon 100-mal gefühlt gespielt habe. Bam! Für einen kurzen Moment dachte ich, yo, ist gar nicht mal so einfach, jetzt an den dritten Green Star ranzukommen. Ich meine natürlich zweiten Green Star. Aber es ist einfach, an den dritten Green Star ranzukommen. Denn der ist, ich will nicht sagen knifflig, aber man kann schon relativ einfach runterfallen. Ach, Bro, mir fällt auch jetzt erst auf. Hä, stimmt. Official an den dritten Green Star kommt man ran, indem man diesen Megapilz mitnimmt. Lol. Okay, das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, dass das so funktioniert. Aber Freunde der Sonne, wir haben das erste Level abgeschlossen und diese Mod ist ziemlich funny. Alright, Level Number 1. Number 1. Check. Das haben wir erfolgreich geschafft. Die Koopa-Grotte ist genauso, okay. Warte mal. Guck mal, ich weiß tatsächlich, wenn die Kamera jetzt mitfahren sollte. Die Kamera fährt aber nicht mit. Das Ziel von dem Level ist hinter dieser Wand. Können wir es schaffen oder ist hier eine unsichtbare Wand? Warte mal, wir sehen Mario da hinten. Wir sehen ihn. Nein, man stirbt dort hinten. Schade. Weil ich weiß auf jeden Fall, das Ziel ist hinter dieser Wand. Naja, schade, Marmelade. Dann werden wir dieses Level mal normal spielen. Also, ich glaube, als Fazit kann man zu dieser Mod sagen, es wird deutlich einfacher, die Level, weil du kannst einfach nicht sterben. Du schwebst. Das ist quasi der God-Mode, wenn man so möchte. Finde ich cool. Also, dementsprechend müssen wir, glaube ich, uns gar nicht so viele Level hier in der ersten Welt angucken. Was aber interessant wird, wird gleich das Plessy-Level. Ah, oh, wobei. Dadurch, dass wir hier deutlich langsamer... Okay, doch, war in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir deutlich langsamer unterwegs sind, bekommen wir doch dezente Probleme in Phasen oder... Dingen wie diesen beispielsweise. Ja, Freunde der Sonne, absolut gar kein Problem. Also das schließen wir hier mit Bravour ab, dieses Level. Oh shit, das wird, glaube ich, sehr, sehr befriedigend, wenn die Gumma uns nicht sehen sollten. Denn wir können... Nein! Kann man keine Stampfattacke nach unten machen? Oh Mann. Leider geht's nicht. Die Gumbas sind wie so eine Art Trampolin. Ich finde Trampolin viel lustiger. Können wir bitte statt Trampolin Trampolin einführen? Das Wort macht viel mehr Spaß. Das sah viel zu smooth aus. Geil. Prinzipiell kann man dieses Level komplett nach oben schwimmen. Wenn die Perspektive ja zumindest mitgeht, Digga, das ist so geil. Ja, also wir schauen einfach mal auf die beiden Green Stars an der Stelle. Ist das geil? Warte mal. Wir müssten ja, es gibt dort hinten bei dieser riesigen Piranha-Pflanze eine Warp-Box, damit wir zur hinteren Insel hinkommen. Aber ist es auch möglich, ohne Warp-Box dort hinten hinzukommen? Alter, das probieren wir jetzt aus. Das wird ein freaking interessantes Experiment. Ist hier irgendwo eine unsichtbare Wand? Ich hoffe nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass hier eine unsichtbare... Nein!
Was? Oh, damn. Die Kamera ist ganz kurz mitgefahren. Ich habe mir auch einen halben Herzinfarkt bekommen. Oh shit, die Kamera fährt nicht mit. Spätestens jetzt ist die Kamera broke. Mario ist scharf, der Hintergrund ist unscharf. Kann man das Ziel erreichen? Ist das Ziel legit ohne Warpbox? Wir werden immer unschärfer. Oh mein Gott, was? Okay. Hallo? Hä? Bro! Oh mein Gott, das ist möglich! Es funktioniert tatsächlich! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, das war cool. Das ist strong. Das ist richtig, richtig cool. So, auf dieses Level habe ich gewartet. Wasserspaß mit Plessy. Mal gucken, wie groß der Wasserspaß wird. Okay, kann man Plessy überspringen, wenn wir jetzt über dem Zaun unterwegs sind? Oder sagt das Game hier nein? Ich glaube, das Game sagt nein. Ja, schade. Das Game sagt tatsächlich nein. Aber wir sind natürlich hier, um das Game zu breaken. Shit, das ist langweilig. Wir können leider nicht Plessy skippen. Schade, Marmelade. Gut, dann spielen wir das Level so wie immer. Inzwischen. Wir kommen ja in dieser Röhre hier irgendwo rein. Also beziehungsweise auch irgendwo raus, ne? Warte, kann die Kamera weiter? Ja. Wow! Alter, was passiert hier? Ich glaube, oh nein. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe doch nichts kaputt gemacht. Oh, heilige Makrele, wir sollten das besser nicht machen. Weil ich frage mich gerade, wo genau das Ende steckt und ob man überhaupt die Röhre dafür benutzen muss, prinzipiell. So, wo steckt diese Plattform hier? Keine Ahnung, ist ja auch relativ buggy. Wir haben dieses Level geschafft. Und von da... wow, das geht schnell. Von daher gibt es da zwei Stationen, die wir uns ein bisschen genauer angucken sollten. Einmal Bowser und einmal das Toad-Level. Captain Toad will hoch hinaus. Absolut. Kann Captain Toad jetzt schwimmen? Ist es möglich zu schwimmen? Kann er schwimmen, aber er kann ja nicht mal springen. Deswegen denke ich mal nicht, dass er schwimmen kann. Ist Captain Toad in der Lage zu schwimmen? Nee, tatsächlich nicht. Ah, schade, ey. Das wäre cool gewesen. Von daher sliden wir in das letzte Level der ersten Welt. Bowser gibt Gas. Und gucken mal, wie wir dieses Level jetzt breaken können auf ganz lustige Art und Weise. So, wo wartet Bowser im Hintergrund? Ja, ich frage mich, ob es möglich ist, darüber zu kommen. Aber eigentlich teleportiert uns die Warpbox ja irgendwo nur hin. Aber ich sehe im Hintergrund nicht, wo genau diese eine Treppe ist, wo man mit der Warpbox leider hinkommt. Ah, das wäre jetzt so interessant zu sehen. Das wäre interessant zu wissen. Aber ich glaube, wir müssen leider die Warpbox benutzen. Ich glaube, so viel Veränderung gibt es wahrscheinlich gar nicht in diesem Level. Außer, dass die Bälle viel zu schnell für mich sind und ich kaum rankomme. Bowser, sei mal ein bisschen langsamer unterwegs, bitte. Das wäre ziemlich freundlich von dir. Okay, kann Bowser unter Wasser Lava spucken? Wird die Lava stinkende mal auf dem Boden zu sehen sein? Weil bisher hat er noch keine Lava gespuckt. Auch nicht in der zweiten Phase. Okay, doch, das ist kein Problem, das funktioniert. Wait a minute, muss man die Warpbox benutzen, um darüber zu kommen? Oder können wir auch einfach so rüberschwimmen? Ich habe richtig Schiss, jetzt zu sterben. Bitte, Mario, stirb nicht. Bitte lass es funktionieren vom Spiel. Komm mal, Bowser, wirft Bowser schon irgendwas? Ich bin sehr nah an Bowser, ich glaube, ich sterbe, oder? Das funktioniert nicht. Hallo, Bowser! Nein, das funktioniert tatsächlich nicht, shit! Oh mein Gott, ich habe den Save Point nicht abgeholt vorhin, was ein Mist. Bam, da haben wir es geschafft. Easy, easy. Ah, ich will dieses Risiko nicht wieder eingehen und versuchen, darüber zu schwimmen. Also teilweise funktioniert es, teilweise nicht. Das war schon ziemlich interessant. Doch Freunde der Sonne, es wird Zeit, dass wir die erste Welt beenden und wieder am Glücksrad drehen. Denn es geht jetzt in die zweite Welt. Mal gucken, wie es wird. Es wird wieder Zeit, am Glücksrad zu drehen. Was wird rauskommen, Freunde der Sonne? Man darf gespannt sein. Oh, alles ist riesig. So, willkommen in der zweiten Welt. Das wird, glaube ich, ein Spaß. Wir sehen schon, worauf wir uns hier einlassen. So, Bro. Okay, das ist insane. Das ist Retalk super insane. Okay, dadurch ändert sich einiges. Beispielsweise hier am Anfang kommt man ja normalerweise, ja, mit einem gekonnten Sprung oder jetzt hier in diesem Fall mit einer Katzenglocke oben hin. Okay, warte mal. Erstes Level, zweite Welt. Ja, es wird spektakulär. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt nochmal hier nach oben und bam, wir sind oben angekommen und selbst der Green Star ist richtig riesig. Ich hätte eigentlich schon gerne mir das weitere Level angeschaut, aber die Kamera dreht sich leider nicht so gut. Hallo, warum funktioniert denn das nicht? Sind wir zu klein dafür? Ich glaube, wir sind wirklich zu klein dafür. Kann es sein, dass hier alles so auf der Größe vom Megapilz geschnitten ist? Guck mal, wenn wir hier jetzt keine Katzenglocke hätten, wir wären... Hallo? Wir hätten ein riesiges Problem. Wir würden echt keinen Millimeter vorankommen dann. Dementsprechend sollten wir jetzt bloß nicht sterben. Bro, wie soll ich hier leben vorbeikommen? Das geht nicht. Das geht tatsächlich, was? Das überrascht mich. Digga, guck mal im Vergleich, wie groß diese Mittelflagge ist. What the fuck? dieser Weg sieht insane aus. Let's go, rüber geht's, Mario. Ey, ich fühle mich wirklich übelst klein aktuell. Du slidest auch einmal weg. Was kriegen wir hier?
Geil, Feuerblume, nehme mit. Digga, POV, wenn man so als Zwerg einfach hier unterwegs ist. Alter, mal gucken, wie groß Captain Toad ist. Captain Toad ist normal groß geblieben. Es ist nur dieser Gegner hier oben. Alles klar, klatschen wir ihn mal weg. Digga, dieser Stempel. Generell alles in diesem Heck. Was passiert? Und zieht euch mal diese überdimensional große Zielflagge rein. Alter, ich bin begeistert. Ich glaube, das wird richtig lustig werden. Unterirdische Schattenspiele, Welt 2, Level 3. Oh Gott, das ist cool. Das ist cool. Junge, diese riesige Piranha-Pflanze. Alter Vater, ja, das finde ich nice. Boing. Alles in einem bleibt das Game, glaube ich, relativ gleich tatsächlich mit dieser Mod. Aber das ist schon actually super funny, das so zu sehen. Oh shit, wir sollten bloß nicht runterfallen, auch wenn hier so riesige Piranha-Pflanzen sind. Guckt euch mal diese Tür an. Oh geil, das ist richtig cool. Also es ist so sehr... What the fuck, wo... Oh, weil wir so riesig sind. Oh, ich wusste nie, dass das Level so aufgebaut ist. Wir haben ja immer nur diesen Schatten dort hinten gesehen. Aber guck mal, wie cool. Wir haben diesen Schatten gesehen, weil das eigentliche Spektakel hier vorne abging. Freunde, jetzt mal Butter bei der Fische. Schreibt es mir in die Kommentare. Wusstet ihr das? Ja, also es war mir bisher noch nie bewusst, dass das so ist. Das passiert. So, und jetzt kommen wir da hinten wieder an. Guck mal, solche Mods helfen einem richtig hardcore, überhaupt erstmal zu checken, wie diese ganzen Level überhaupt aufgebaut sind. Mega cool. So, Freunde der Sonne, damit haben wir auch dieses Level erfolgreich abgeschlossen. Dieses sehr, sehr große, aber feine Level. Wada Wang, da ist das Ding. Gut daran. Aber im Laufe der Mod hat sich gezeigt, die ist so kaputt. Bro! Digga, ich sehe gar nichts mehr. Das Game ist hier einfach komplett broke. Warte mal, wenn ich jetzt hinter dieser Mauer... Nee, es geht nicht, ne? Warte, kann ich hier irgendwie reinsteppen? Okay, cool, es funktioniert tatsächlich. Alter, ich dachte wirklich, ich kann dieses Level jetzt nicht beenden deswegen. Aber schön, wie die Röhre normal groß ist. Geil. Ey, das ist super insane. Vor allem, ich frage mich jedes Mal, was ich ohne Katzenglocke wäre. Also ohne Katzenglocke würde ich so hardcore hier verkacken. Vor allem, du würdest an die meisten Stellen auch gar nicht rankommen. Also, absolut verrückt. Guck mal, die Gummas sind so groß, die stecken im Boden fest. Das sind einfach solche Köpfe einfach. So, wir gucken uns mal gemeinsam das Rätselhaus an, wo wir wahrscheinlich einen halben Kilometer jedes Mal zu den Gegnern laufen müssen, oder? Okay, wie sieht... Ah, guck mal, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das erste Level sieht gut aus. Der Raum ist zwar riesig, aber die Pilze waren, beziehungsweise die Galumbas waren recht nah aneinander. Ja, das ist so krass, dieses Überdimensionale zu sehen. Okay, das war schon ein bisschen knapper. Schnell weg hier, bevor ich noch von so einem Cooper-Panzer getroffen werde. Ah, guck mal, normalerweise springen die auch recht nah aneinander, sodass man die beiden mit einem Katzenangriff direkt weghauen kann. Hallo! Oh, Bro, ich glaube, spätestens hier verrecke ich, oder? Weil die mich einfach nicht sehen. Bro, komm mal nach unten, bitte. Komm du auch mal nach unten, bitte. Dankeschön. Boah, das war aber fast last second hier. So. Nein! Kacke, ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch. Okay, wir haben es geschafft. Oh, da haben wir die Katzenglocke verloren. Egal, Rätselhaus war knackig. Der nächste Grafikbug hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Und zwar sind wir ins nächste Level reingeschlittert. Welt 2, Level 5. Ah, real. Guck mal, dieses Level kann man gar nicht spielen. Dieses Level ist einfach broke. Digga, das war ja ein Katze-Maus-Spiel, dieses Level hier. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Mod ziemlich anstrengend. Ui, da haben wir erstmal den Schuh gemacht, so wie Kanye. Also erstmal, weil die Level einen Ticken länger brauchen, beziehungsweise halt dauern. Das macht das Ganze auch ein bisschen... Wow! Digga, diese riesigen Feuerbälle sehen so cursed aus. Das passt einfach alles nicht miteinander zusammen. Und weil teilweise das Level, beziehungsweise das Game hardcore verbuggt ist, aber ist ja auch kein Wunder, weil das Level ist ja, beziehungsweise das Game ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man hier alles das 500-fache größer macht, so gefühlt. Und deswegen war das Level gerade zum Beispiel komplett benebelt. Oder es war irgendwie so Hide and Seek mit den Zielen, kann man so sagen. Oh, Bro, und jetzt haben wir die nächsten Grafikbugs hier vorne. Ich hoffe, dass wir nur irgendwie wieder an diesen Grafikbugs vorbeikommen, bitte. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Wow, wir sind durch. Wir sind doch nicht durch. Alright, Freunde, wird Zeit, dass wir den dritten Stern zumindest mitnehmen. Und dann jetzt den Boss der zweiten Welt hier wegklatschen. Warum ist der Boden so grün? Liegt das an der Mod? Okay, Boom Boom, zeig mir deine riesigen Arme, die halt echt riesig sind, muss man mal sagen, ne? Okay, so, man kann ihn auch so weg... Na, hallo! Warum ist die Kamera weg? Das Game ist kaputt. Oh. Aber was war das für ein Move? What the fuck? Oh nein, jedes Mal, wenn Bum Bum irgendeine neue Drehattacke macht, geht die Kamera weg. Dadurch hat er einen bösen Vorteil. Okay, wir sind wieder back.
Ja, wir haben ihn mit den Schüssen hab's genommen. Digga, was ein Finale der zweiten Welt. Die Fee ist gar nicht im Glas drin, weil sie viel zu groß ist. Eigentlich könnte sie fliehen, aber naja, sie hat extra auf uns gewartet, was natürlich sehr freundlich ist. Freunde, zweite Welt, check, auf geht's, wir drehen wieder im Glücksrad Rino. Alright, Freunde der Sonne, mal gucken, was es für ein Spaß in der dritten Welt wird. Man darf gespannt sein. Mini 3D World, okay. So, da gehen wir mal in die dritte Welt hinein, wo alles super klein aussieht. Und man sieht es auch schon wieder an den Objekten auf der Overworld hier. Alle sind super klein. Also hier diese ganzen Symbole etc. Mal gucken, wird cool. Das wird cool werden. So, Welt 3, Level 1. Ach du Heilige. Also ich habe die erste Welt schon mal so gespielt, ne? Aber das ist auch schon gefühlt 7 Monate oder so her. Von daher ist das ja voll der Fiebertraum, das zu sehen. What? Ich glaube, man müsste die Level... Digga, die Map ist einfach viel zu klein dafür. Okay, warte mal, wir holen uns mal den Heli hier ab. Selbst wenn Mario klein ist, sieht das alles noch so super riesig aus. Okay, wir müssen... Nein, warte mal. Ich kann ja mit den Dingen fliegen und ich kann damit... Alter, what the fuck, wie hoch kann ich damit fliegen? Das sieht nice aus. Okay, dieses Ding wird ziemlich OP werden. Ich will jetzt doch nur an diesen Stern ran. Dankeschön. Zwischendrin müssen wir ein paar Sterne sammeln, um das Game hier durchzuzocken. Man sieht das komplette Level. Also man hat eine Übersicht über das komplette Level. Digga, wir können auch easy an diesen Hasen vermutlich ran. Kein... Oh, habe ich den Hasen getroffen? Ich habe den Hasen sogar aus Versehen mit dieser Schneekugel getroffen. Komm, und dann snacken wir uns hier ganz gegen den dritten Stern. Bro, es ist so stumpf. Es ist so stumpf. Das hat irgendwie diesen Vibe von, kennt ihr Leute, die so Miniaturzüge haben? Oder generell solche Modelleisenbahnen? Das gibt mir denselben Vibe. Auf geht's ins Miniatur-Grusel-Haus. Ja, Bro, was soll ich denn machen? Das Gruselhaus ist eindeutig zu klein für Mario. Okay, auf geht's in die Tür. Ich konnte gerade auch nicht die Kamera bewegen. Ich find's so geil, wie wir jetzt schon den Green Star hier am Rande sehen. Digga, ich hab den einfach aufgrund der Hitbox eingesammelt. Das wird gerade, das wird Real Talk einfach ein Any-Person-Speedrun hier in der dritten Welt mit diesen Miniaturdingern. Warte mal, ist das, ich wollte gerade sagen, ist hier ein Stern? Nee, das war nur ein Run-Up. Bro, Riesen-Buhu, geh mal weg. Oder eigentlich kleiner Buhu. Kommen wir hier eigentlich durch, ohne, ja, den Pilz zu verlieren? Es klappt gerade so. Sehr schön. Naja, Freunde, ist egal. Wir beenden einfach dieses Level. Wir holen einfach irgendwo anders Green Stars. Digga, was passiert hier eigentlich? Für ein Fieber. Traum. Guck mal, wie ist denn das eigentlich hier drüben jetzt im Captain Toad Level, wenn Kapitän Toad, der einzig wahre, gleich groß bleibt? Okay, Captain Toad. Ist er jetzt trotzdem normal big auf dieser Minimap? Ja, er ist normal big. Okay. Nein, die Kack-Hitbox. Ich werde so safe hops genommen. Oh, doch. Was? Ach, Digi, die Hitbox ist kaputt, weil es so klein ist. Also die Hitbox ist dieselbe. Oh. Ja, da, man sieht's, ne? Das ist wack. Das ist ziemlich gemein. Okay, warte mal, wo muss ich lang? Da unten wahrscheinlich, ne? Aber ganz, ganz schnell, bevor mich dieser dreckige Hammer High Hops nimmt. Nein! Ja, ganz ehrlich, ich skippe dieses Level mit diesem dreckigen Hammerhai in der Mitte. Come on! Alright, Panik im Bastel, 100 Sekunden. Ach ja, das war ja dieses Level hier. Boing. Kann man das eigentlich nicht überfliegen? Also wenn wir jetzt irgendwie einen Tanuki-Schlong hätten oder so, könnte man das doch so safe überfliegen, dieses Level, oder? Und trotzdem verrecke ich wie der größte Vollidiot. Oh Mann, warum sterbe ich jedes Mal an diesen Piranha-Pflanzen da? Bro, schon wieder, nur dass diesmal die Piranha-Pflanzen mir so eine Brücke gebildet haben. Okay, mal gucken. Ich komme nicht mal hier drunter. So, okay, kein Problem. Man sieht sogar noch die Spuren der normalen Größe von diesen Boost-Panels. Ey, das ist geil. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir macht das Video aktuell super viel Spaß, weil wir so eine große Variation haben. Okay, mal gucken, wo wir uns weiterhin anstellen werden. Ich glaube, das Level wird auch wieder ziemlich spaßig werden. Ist überhaupt genug Platz hier? Und warum hat... Nein! Oh mein Gott. Und warum hat dieses Level so einen komischen Blauton? Was hat es damit auf sich? Also es ist zwar alles kleiner, aber es wurde auch alles ziemlich verschnellert. Digga, und was macht dieser Pixel-Luigi bzw. Pixel-Mario gerade da? Ich weiß nicht, es gibt Fragen über Fragen. So, das legendäre Mario Kart Level aus Mario 3D World. Also, ja gut, also official... Nein! Official ist es ja kein Mario Kart Level, aber es hat halt denselben Vibe wie ein Mario Kart Rennstrecke. Was auch immer. Oh nein, oh Mann. Bro, hier ist viel zu viel. Ja, verdammte.
Ja, die Map ist eindeutig zu klein, um schnell zu reagieren. Muss man hier laufen? Muss man hier schnell laufen? Ich gehe gleich einfach Game Over. Bro, die Frage ist, what's happening here again? Zumindest habe ich den Stern eingesammelt, dementsprechend können wir weitermachen. Das ist ja das Coole an dem neuen 3D-World, beziehungsweise Mario 3D-World x Bowser's Fury halt. Naja, sobald man einen Green Star einsammelt, bleibt er auch gespeichert, auch nach dem Tod. Es wurde irgendwo vereinfacht, das Game, aber das finde ich persönlich gar nicht mal so bad. Hui. Okay, das geht ganz schön schnell. Los, Mario. Oh Gott, Alter, Bro, wie soll man denn so schnell reagieren? Also, ich bin jetzt einfach nur durch Zufall hier reingelaufen. Hallo? Weil ich nicht schnell genug reagiert habe, um zu jumpen. Aber dafür haben wir einen neuen Green Star. Oh, verdammt. Warte. Ah, shit, das ist ja nur ein... Oh mein Gott, Stempel. Das haben sie fein gemacht, Mario. Nee, warte, da kommt man noch easy so ran, ne? Ja, Bro, null Problemo, rein da. Okay, dann müsste dieses wunderbare Level, das gut designte Level, doch irgendwann vorbei sein, ne? Ja, es ist vorbei. Hat Spaß gemacht. Das ist schon irgendwo sehr süß, wie ich finde. Das hat schon Stil. Definitiv. Boah, ey, mich würde so interessieren, ob man da einfach rüberjumpen könnte. Hello? Warte mal. Vorsichtig, Mario. Bitte nicht verrecken hier drin. Dankeschön. Ah ja, stimmt. Warte mal. Man muss ja da hinten hin, oder? Vermutlich ja. Wir kommen hier raus. Ey, ich schwöre, man könnte safe Cody einfach rüberjumpen. Oh, Bro, das war stupid. Kann man hier einfach rüberjumpen? Tatsächlich ja. Real. Ja, aber wir sollten mal dieses wunderbare Level, glaube ich, beenden, wenn wir schon mal hier sind, nicht wahr? So, Waterwang. Dann gucken wir uns mal die Gegner Rhinos hier in diesem Dojo an. Sieht zumindest ein bisschen aus wie ein Dojo. Wie ein Dojo. Hey, Bro, mach mal nicht diesen Maestro. Dankeschön. So, wo ist die süße Maus jetzt? Digga, die ist in der Wand. Was soll ich machen? Ich komm nicht ran. Okay, bitte bleib jetzt nicht. Ich habe keine Chance. Hallo. Die süße Maus. Ja, okay. Doch. So hat's gerade funktioniert. So, in welcher Wand steckt sie jetzt? In gar keiner Wand. Freunde, dritte Welt abgeschlossen. Weiter geht's mit dem Glücksrad. Aber bevor wir drehen, gucken wir uns nochmal dieses Spektakel hier an. Ich find's geil, wie es nochmal Probleme mit diesen Elfen hier gibt. Beziehungsweise mit diesen Feen, pardon. Mit den Gläsern und der Größe. Baba. Alright, Freunde, wir drehen mal diesem Ding und gucken, was rauskommt. Oh, Bro, kein Laufen. Oh, Bro. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, David, was bedeutet kein Laufen oder Laufen ist verboten? Und zwar macht diese Mod, dass wir uns nur mit Sprüngen fortbewegen können. Wie genau das aussieht, seht ihr sofort. Ja, und zwar hier, man sieht, sobald ich probiere, nach rechts zu laufen, nach links, es passiert nichts. Außer wenn Mario sprintet, da sieht man, kann er sich, glaube ich, minimal fortbewegen. Also wir bewegen uns gerade schon ein paar Millimeter. Bedeutet, ich muss wirklich jedes Mal so springen. Und zwischendrin buggt das irgendwie. Also Mario kann dann doch minimal laufen. Ah! Oh mein Gott, nein! Ah, Hilfe! Und ich glaube, darauf müssen wir hoffen. So, okay, wir sind drin. Tatsächlich glaube ich jetzt nicht dran, dass wir diesen Boss erledigen können. Aber man kann es ja mal probieren, nicht wahr? Also man muss prinzipiell... Ja, ich habe schon verschissen. Ich habe das wichtigste Item gerade weggeworfen. Weil ich dachte, man könnte eventuell drauf jumpen. Oh mein Gott, ich habe ihn getroffen. Das war doch nicht mal gewollt. Let's go. Wie gesagt, wir können nicht laufen. Mario bewegt sich nicht. Wir müssen weg. Oh Gott, der Controller buggt auch so minimal rum aktuell. Ist sehr, sehr wichtig. Ah, shit. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft, draufzukommen. Puh, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr großer Krampf, wie es scheint. Weil die Sprünge nicht immer so genau sind. Komm schon! Ja! Oh, ich wäre doch über ihm gewesen, ich Vollidiot. Das wäre so eine gute Gelegenheit. Ich glaube, am Ende werden wir ein dickes Zeitproblem bekommen hier, wenn das so weitergeht. Ja! Oh, das war perfekt! Okay, ich glaube, ich weiß jetzt grob, wie wir... Nein! Ich bin wirklich rausgesprungen. Ah, das war zwei. Ich glaube, jetzt habe ich den Bogen raus. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, wie wir diesen Boss hier grob besiegen müssen. Ja, let's go, da ist das Ding. Ja, guck mal, wie das Ding backt. Guck mal, ich... Nein, Mario, nicht runterspringen, okay?
Einfach zum Stern springen? Wir müssen nicht mal den Stern mitnehmen, Lul. Jetzt irgendwie... Fuck, ich meine Mist. Wie kommen wir jetzt in die Röhre rein? Verdammt. Komme ich hier irgendwie... Ich muss... Ja, genau, es hat funktioniert. Junge, Junge, Junge. Ja, die vierte Welt wird, glaube ich, sehr knackig werden. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, den Boss zu besiegen, ohne dass wir uns, ja, laufend fortbewegen. Kann mir echt nicht vorstellen, wie das erste Level der vierten Welt so machbar sein soll. Weil ich habe das tatsächlich noch so ein bisschen im Kopf. Ich frage mich, ob das Laufen auch für die Wand gilt. Okay, es funktioniert doch. Ich muss nur verschiedene Knöpfe drücken. Yes! Okay, okay, okay. Wir haben es geschafft, mehr oder weniger geschafft. Ich würde mich zumindest... Nein, rollend war... Ja, okay, ich habe mich rollend fortbewegt. Alles gut. Mario, jetzt bleib stehen. Dankeschön. So, jetzt musst du irgendwie nur noch hier rankommen. Also, wie gesagt, bevor jetzt auch jemand in die Kommentare schreibt, hey, David, Mario läuft aber zwischendrin. Ja, das ist ein bisschen buggy, weil ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, wenn man, ja, das Laufen ausstellt. Okay, ich glaube, wir werden es... doch schaffen, die Katzenglocke hier drüben zu behalten. Ist das geil. Aber spätestens jetzt weiß ich nicht, wie das machbar sein soll. Bro, das ist eine unmögliche Challenge. Digga, ab jetzt unmögliche Challenge. Oh, yes, sir. Wir haben zumindest mit einem gekonnten Jump es hier rüber geschafft irgendwie. Geile Meile. So, an den Stern werde ich nie im Leben rankommen, weil wir ja leider nicht die Möglichkeit haben, vernünftig zu jumpen. Bro, keine Chance. Oh, Hilfe. Da dieses Level wirklich völlig unmöglich ist mit dieser Mod, habe ich das Level einfach mal geskippt und weiter geht's ins nächste. Tja, Freunde, mal gucken, wie dieses Level wird. Ich glaube, es wird nicht besser. Also, diese Challenge ist irgendwie nicht gemacht für die fortgeschrittenen Welten. Oh mein Gott, als ob wir gerade so auf Eis rumlaufen würden. So, jetzt einmal hier durch, genau. Ich glaube, zu bonken ist zwischendrin gar nicht mal so schlecht. Die Feuerblume gibt uns hier böse Rücken. Jetzt müssen wir noch gleich gucken, wie wir das machen. Auf diesen Plattformen über dem Giftwasser. Oh, ist das noch gar nicht das Giftwasser-Level? Oh, dann kann man das tatsächlich schaffen. Nein! Oh boy, oh boy. Okay, warte mal. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie hochkommen und ein Item wäre noch cool. Ja, Digga, keine Chance. Ich glaube, wir lassen einfach die Zeit auslaufen oder sterben instant. Brrr. Okay, haben wir das Level jetzt absolviert? Ah, nein, ich wusste, ich hatte in Erinnerung, dass hier irgendwas ist. Ein Tanuki. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich da rankommen sollte. Nein, weil ich kann wirklich original nur auf einer Stelle schweben. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das was werden kann, Freunde. Okay, wir probieren hier rüber zu kommen. Oh! Ey, ich fasse es nicht, dass es funktioniert. Okay, der Tanuki-Schlong ist ja ganz in Ordnung. Wie gesagt, zwischendrin können wir minimal laufen und das rettet uns echt hin und wieder den Arsch, ne? Nein! Da das Spiel mit dieser Mod wirklich komplett unmöglich ist, skippen wir einfach mal gemeinsam die vierte Welt und gehen direkt in die fünfte. Alright, Freunde, da das Ding wirklich unmöglich gewesen ist, drehen wir gerne am Glücksrad Rino. Oh, wir haben diesmal Invisible. Und zwar soll diese Mod den Boden unsichtbar machen. Also mehr oder weniger unsichtbar. Ja. Das ist geil. Ja, und das meine ich zum Thema mehr oder weniger unsichtbar. Also wir sehen vor uns immer so ganz grob, ach verdammte Kacke, den Boden, also mehr oder weniger. Warte mal, warum sind die solche Dinger? Ach, das ist die Plattform. Ich verstehe. Ein Steg, so gesehen. Was wiederum aber von Level zu Level mehr oder weniger schwieriger werden kann. Denn ich meine, man sieht es ja hier beispielsweise. Hier sind normalerweise Wolken, die man jetzt gar nicht sehen kann. Guck mal, hier der Boden, okay. Ja, den kann man schon sehen. Aber dafür muss man das Level auch tatsächlich wirklich mehr oder weniger kennen, sage ich mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. So, wir haben jetzt die Hälfte erreicht und jetzt kommt eine Plessy-Passage mit Wasser. Und wir können das Wasser natürlich nicht sehen. Was ein Wunder. Okay, aber wir haben doch einen kleinen Vorteil. Oh shit, die Plattform dort vorne ist zu sehen. Wir sehen zumindest die Umrandung des Wassers. Aber trotzdem sieht das alles sehr, sehr gruselig aus. Guck mal, sind hier unten einfach Sterne? Also wenn wir uns das Wasser wegdenken würden, wären unten rechts einfach Sterne. Wunderbar. Okay, Plessy, das bekommen wir hin, das bekommen wir hin, ohne Probleme. Der Stempel ist egal, der Stempel ist egal, der Stempel ist egal, let's go! Und what a wang, wir haben das Level erfolgreich abgeschlossen. Zwar haben wir ein, zwei Sterne oben links übersehen, aber...
Und wenn wir eine Stampfattacke etc. machen, sehen wir so ein bisschen mehr. Dieses Element gibt es ja auch selber im Game. Hallo? Kann ich einfach hier ein Ziel? Ich kann einfach ein Ziel. Okay, Level 1 geschafft, let's go. Alles in allem war diese Mod in der fünften Welt ziemlich langweilig, weshalb ich jetzt nicht alle Level zeigen werde. Aber hier ist beispielsweise ein Ausschnitt von einem Level, wo ich doch schon minimal Probleme hatte, weil man hier an vielen Stellen einfach runterfallen kann. Hahaha, let's go. Und diese Mod blieb ebenfalls nicht bugfrei. Also fehlerfrei, ne? Es hat nichts mit Backwaren oder so zu tun. Ich habe der Richtung einfach mal vertraut. Alright, gucken wir uns nochmal gemeinsam das finale Level jetzt an. König Klongs Kastell. Na super. Ach, Bro. Genau sowas meine ich. Ja, das warst du bitte. Das hätte echt nicht sein müssen. Oh, Bro, das wird jetzt mit diesem Boden hier richtig ekelhaft werden, weil wir ja kaum sehen, was vor uns ist. Okay, naja, das soll ja auch irgendwo eine Challenge werden und nicht so einfach sein. Von daher kriegen wir das schon irgendwie gebacken, vermutlich. So, diese Chunks können wir natürlich auch nichts anhaben. Nein, Mario, roll nicht vorbei, verdammt. Alright, Freunde, wir haben Original noch ein Leben, dann gehen wir schon wieder Game Over. Macht ja immer wieder Spaß so, ich sag's, wie es ist. Aber ey, wir sind schon mal bei der Hälfte angekommen und wenn es sich schwer, als ob es sich schon schwer genug wäre, natürlich müssen wir jetzt wieder diesen nächsten Grafikbug hier bekommen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, dass hier wirklich andauernd einfach alles verschwimmt. Weiß nicht, vielleicht gibt's ja Modder unter euch, die das irgendwie erklären können, so vom Ding her, vom Prinzip her. Alright, so, let's go in die nächste Warpbox. Ich habe original keinen einzigen Green Star gefunden. Was? Du siehst ihn ja gar nicht. Hoho, verdammte Kacke. Okay, das wird sportlich. Ich muss durchgehend hier mitspielen. Ey, kannst du einmal bitte hier hinkommen, weil ich muss deine... Nee, das ist nicht gut. Genau, dreh dich bitte einmal so. Genau, damit ich einmal auf deinen wunderbaren, sehr erotischen Rücken springen kann. Thank you so much, my friend. Oh Gott, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Game Over gehe, ist verdammt... Oh, oh. Ah, hoch. Okay, bam, das war Leben Number 2. Schnell weg hier. Und bam, okay, es ist vollbracht. Boah, okay, die Mod war, ja, sportlich. War definitiv sehr, sehr sportlich. Ich hoffe mal, dass jetzt die nächste Welt, dass wir das Glücksrad Glück irgendwo haben, ne, dass es auf unserer Seite ist. Okay, Freunde, damit beenden wir jetzt diese fünfte Welt. Ja, unser langsam, aber sicher wird ziemlich sportlich. Oh! Mario 3D World, aber alles ist kaputt. Das Problem an dieser Mod ist nur, das erste Level der sechsten Welt startet nicht damit. Also, es ist sprichwörtlich kaputt. Okay, Freunde, wir mussten... Digga, what the fuck? Wir mussten das erste Level jetzt skippen, aus welchen Gründen auch immer. Digga, warum ist dieses Game jetzt schon so kaputt? Warum ist hier direkt am Anfang schon eine Warpbox? Wofür mich diese Warpbox hin? Hallo, Spiel! Liebes Spiel, ich kann leider nichts sehen, weil hier eine riesige Wolke ist. Ja, kein Wunder, dass ich runterfalle. Cool. Und da sind wir. Game over. Das macht doch Spaß, nicht wahr? Also, wir merken uns, wir sollten... Nein! Oh mein Gott. Besser nicht durch diese Warpbox gleiten. Ich habe aber schon mal grob gesehen, wo wir uns... Mann, Digga, wie soll ich das denn machen? Hier sieht man nichts. Hallo? Junge, es ist so ein... Was? Es ist so ein Müll. Wie soll man dieses Level schaffen? Du siehst ja nichts. What the heck? Okay, mal gucken. Vielleicht werden wir im nächsten Level der sechsten Welt ein bisschen erfolgreicher. Vielleicht funktioniert dieses Level auch und ist kaputt, aber machbar. They say me rolling, they hating. Oh, Bro. Also, oh mein Gott, natürlich fährt das Floß jetzt super schnell. Also, ich glaube, wir müssen jetzt das Mindset entwickeln, dass wir dieses Level ohne Floß spielen, nicht wahr? Ist dieses Level ohne Floß möglich? Safe Call. Hundertprozentig kann man das ohne Floß schaffen, so prinzipiell, oder? Das Ding ist doch... Okay, ja, was passiert bei diesen Röhren da unten? Ja, okay, der Green Star ist auch überbewertet. Kommt man irgendwie an diesen Green Star ran, ohne dass ich jetzt verrecke? Ja, wir sind dran gekommen, aber leider mit Verrecken. Yay. So, wir sind drüben, können aber leider nicht an die Mittelflagge, weil die Mittelflagge leider den Schuh macht, so wie Kanye West, Freunde. So, bam. Nächster Green Star. Aber jetzt kriegen wir so langsam, aber sicher ein richtig dickes Problem, weil das Ding ist weg. Komme ich jetzt irgendwie durch? Och Mann, warum ist hier alles so verbuggt in diesem Level? Hallo, Floß, ich brauche dich. Oh nein! Das Ding habe ich einfach weggeschoben. Und ich
kann das gesamte Level nochmal von vorne beginnen. Cool. Okay, ich versuche einfach instant drauf zu landen. Okay, und wir nehmen das Speed. Mann, diese dreckige Biene. Okay, okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist egal, dass wir das Item verloren haben. So, wir jumpen jetzt hier drauf, sollten aber... Oh Mann, währenddessen bitte nicht Game Over gehen. Ist das ärgerlich? Ich glaube, hier können wir auch ganz simpel stehen bleiben. Ich hoffe, dass wir jetzt unten zu dieser dreckigen Warpbox kommen. Guck mal, normalerweise könnte man noch den Green Star da einsammeln. Alter, wir sind einfach mitten auf dem Rodeo hier. Mitten auf dem Rodeo Drive. Ach so. Du kannst dieses Level mit dieser Mod auch nicht beenden. Digga, wie soll man sonst da nach unten kommen? Wow. Und das war die Mod, mit der ich diese Welt nicht beenden konnte und dementsprechend endet auch diese Challenge. Aber ich bin echt froh, weil es wurde echt nervig. So langsam aber sicher. Von daher, wenn du jetzt ein weiteres Video sehen möchtest, wo ich ein Mario-Game durchspiele mit Glücksrad, empfehle ich dir dieses Video. Dort habe ich Mario Wonder mit Glücksrad gespielt und wie erfolgreich ich gewesen bin, ziehst du rein.